Willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Heute möchte ich einmal den Galacticraft-Mod zeigen. Eine Modifikation, die mehrere neue Planeten, Raketenwissenschaft und vieles, vieles mehr in das Spiel einfügt. Lasst euch vielleicht nicht von dieser Mondoberfläche hier abschrecken. Es ist nur der Mond und es gibt in diesem Mod noch viel, viel mehr zu sehen, was sehr viel spannender ist als dieser Mond hier. Diese Mod-Review ist aber was ganz Besonderes. Es ist die erste größere Mod-Review, die ich mache, denn bisher habe ich eigentlich nur Mods vorgestellt, die etwas kleiner waren oder zumindest in ein etwas kürzeres Video reingepasst haben. Dieser Galacticraft-Mod hier ist allerdings ziemlich umfangreich und daher habe ich mir auch vorgenommen, das nicht ganz so oft zu cutten wie sonst Mod-Reviews oder Snapshot-Vorstellungen. Ich habe auch rausgehört, dass sich der ein oder andere von euch das sogar gewünscht hat, also schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Galacticraft bietet trotzdem so viel Zeug, dass ich denke, dass dieses Video ziemlich lang gehen könnte. Und auf jeden Fall hat es eine Menge Arbeit gemacht, allein die Vorbereitung. Und ich denke mal, das Aufnehmen jetzt und das Bearbeiten später wird auch nicht ganz ohne sein. Daher würde ich mich auf jeden Fall tierisch über eure Meinung dazu freuen, ob ihr mehr von diesen größeren Mod-Reviews haben wollt, wie zum Beispiel von Soundcraft 4 oder Ars Magica auch mal als Beispiel. Oder einfach eure Vorschläge in die Kommentare. Zeigt mir das am besten einfach mit einem Daumen hoch oder auch nicht. Und dann würde ich sagen, bevor ich euch noch ein Ohr abkaue, fangen wir jetzt auch mal an. Galacticraft teilt sich übrigens noch in drei einzelne Modifikationen ein. Einmal Galacticraft an sich, das ist der Core-Mod, der das hier einfügt, was ihr hier auch seht und was ihr in diesem Video auch sehen werdet. Dann gibt es Galacticraft Planets, welches bisher nur den Mars hinzufügt, aber in Zukunft auch noch andere neue Planeten hinzufügen soll. Das Ganze werde ich wahrscheinlich in einem Extra-Video in den folgenden Tagen nochmal vorstellen, denn sonst ist der Rahmen des Videos einfach komplett gesprengt und ich denke, da es an sich einzelne Modifikationen sind, ist das Ganze auch besser so unterteilt. Und das dritte ist mit Doodle Core, das ist einfach ein Core-Mod, vielleicht kennt der ein oder andere auch Chicken Bones Not Enough Items, was ja auch hier gerade drin ist, da gibt es ja auch einen Core-Mod für, also ihr müsst den Core-Mod installieren und Galacticraft an sich und wenn ihr dann noch den Mars haben wollt, auch den Galacticraft Planets Mod. Das alles findet ihr natürlich in der Videobeschreibung und jetzt fangen wir auch endlich mal an. Heureka. Fangen wir auch einfach mal ganz vorne an. Das erste, was euch auffallen wird, wenn ihr diese Modifikation installiert, sind die neuen Erze. Es gibt Kupfer, Zinn, Aluminium und Silikon, welches als komischer Block aufgehoben wird mit der mittleren Maustaste im Creative Mode, aber das ist ja auch gar nicht so wichtig. Diese Erze braucht ihr allesamt, um diese Sachen, die ihr hier auch schon seht, herstellen zu können. Es gibt in dieser Modifikation zwei Arten, an Strom zu gelangen. Das eine ist ein Kohlegenerator und das andere ist Solarenergie. Es gibt insgesamt drei verschiedene Maschinen, wobei eine Maschine auch ohne Strom laufen kann als zweite Variante. Mit diesen Maschinen dann und dieser coolen NASA-Workbench hier könnt ihr schließlich auch irgendwann eure Rakete bauen. Wie das Ganze aber funktioniert, jetzt etwas genauer im Detail. Habt ihr eure ersten Materialien erhalten, könnt ihr auch damit anfangen, den ersten Strom zu produzieren. Das macht man am Anfang in Galacticraft mit einem Kohlegenerator und mit nichts anderem, denn für die anderen Stromproduzenten braucht ihr erstmal eigene Maschinen, die einzelne Sachen herstellen, die ihr dann für Solarenergie zum Beispiel benutzen könnt. Den Kohlegenerator stellt ihr euch recht billig her, ihr braucht dafür nur etwas Kupfer, etwas Eisen, einen Ofen und Aluminiumkabel. Dieses Kabel benötigt ihr auch, um einzelne Maschinen miteinander verbinden zu können und den Strom leiten zu können. Aluminiumkabel stellt man sich mit Wolle und Aluminium her, also nichts, was man nicht recht einfach herstellen kann. Im Kohlegenerator verbrennt ihr dann, wie der Name schon sagt, Kohle und erhaltet dadurch Strom. Anders als in anderen Modifikationen wie Industrial Craft läuft dieser Energiegenerator hier erst einmal warm. Das heißt, wenn er erstmal eine gewisse Hitze erreicht hat, wird er schneller Strom produzieren als ganz am Anfang. Das Ganze tun aber auch die anderen Maschinen, die brauchen immer einen kleinen Moment, um erstmal heiß zu laufen und dann richtig arbeiten zu können. Diesen Strom, den ihr produziert, könnt ihr dann speichern oder direkt in eure Maschinen verfüttern. Zum Speichern gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt das Energy Storage Modul, welches ihr euch mit mehreren Batterien herstellt und diese Batterien könnt ihr auch zum Speichern von Strom benutzen. Ihr braucht dafür allerdings auch noch kompressten Stahl, also zusammengedrückten Stahl. Und dafür braucht ihr erstmal eine erste Maschine und zwar den Kompressor. Die Batterien bestehen ebenfalls aus zusammengedrücktem Zeug und zwar Tin, also Zinn, Redstone und Kohle. Das heißt, wir brauchen dafür erstmal anderes Zeug, um sie herzustellen. Dafür brauchen wir den Kompressor. Es gibt den normalen oder auch den elektrischen Kompressor. Der normale Kompressor läuft mit Kohle, Holz und Sättling und stellt dann eben das zusammengedrückte Zeug her. Wie zum Beispiel hier ein Compressed Iron. Die meisten Rezepte könnt ihr ganz einfach von Not Enough Item nachschauen. Ich werde euch jetzt nicht alle in dieser Vorstellung zeigen. Dann dauert das ein klein bisschen. Hier unten seht ihr auch, dass die Maschine warm läuft. Und dann haben wir das fertige Zeug. Diesen Kompressor stellt ihr euch aber ebenfalls mit etwas her, was ihr erstmal bekommen müsst. Und zwar ein Basic Wafer. Diesen kriegt ihr aus dieser anderen Maschine her, dem Circuit Fabricator. Dieser ist allerdings etwas, was ihr recht einfach herstellen könnt. Kommen wir aber vorher noch einmal ganz kurz zum Electric Compressor.
Dieser ist die elektrische Variante des normalen Kompressors. Hierfür braucht ihr auch wieder einen Wafer, aber ihr braucht auch schon zusammengedrücktes Zeug. Das heißt, ihr braucht erstmal einen normalen Kompressor, um den elektrischen Kompressor im Nachhinein nutzen zu können. Hier gibt es dann einfach Stahl, Bronze, den Advanced Wafer, da kommen wir gleich noch zu, wieder ein Anvil und etwas Aluminium bei und ihr haltet den Electric Compressor. Die Maschinen, die Strom brauchen, haben immer an der linken Seite einen Stromeingang. Dieser ist rot markiert. Dort schließt ihr einfach ein Kabel an und dort irgendwo in der Nähe muss dann halt der Strom herkommen. Oder aber ihr packt eine Batterie dort rein, die aufgeladen ist und habt dann dort etwas Strom drin. Bei Generatoren wie dem Kohlegenerator hier gibt es einen Energieausgang links ebenfalls, wo ihr dann eben Strom rausleiten könnt in die Speichereinheiten oder die Kabel rein. So, jetzt haben wir eben zum Circuit Fabricator, den ihr als allererstes an sich bauen werdet. Dieser hat ein recht großes Interface, was vielleicht auf den ersten Blick auch etwas verwirrend ist. Hier könnt ihr drei Arten von Wafern herstellen. Einmal den Advanced, den Basic und den blauen Blue Wafer. Die blauen Wafer braucht man für Solarpanels, die Basic Wafers eben zum Beispiel für den Kompressor und die Advanced für den Electric Compressor. Grundlegend ist die Herstellung recht einfach. Das meiste sieht man ja sogar schon. Links oben kommen Diamanten hin, hier in die Mitte kommt Redstone. An diese beiden Stellen kommt Silikon, das heißt, ihr braucht mindestens zwei für einen Wafer. Und dann hängt es noch davon ab, was ihr oben rechts reinpackt. Unten rechts ist der Ausgang, das was ihr herstellt. Oben rechts packt ihr entweder eine Redstone Torch, einen Redstone Repeater oder Lapis Lazuli rein. Wie man sich vielleicht schon denkt, der Repeater ist für das Erweiterte, die Torch ist für einen Basic Wafer und das Lapis Lazuli für blaue Wafer. Wir machen jetzt einfach mal die blauen, das dauert dann einen kleinen Moment, verbraucht natürlich etwas Strom, das heißt wieder eine Batterie rein oder Kabel anschließen und nach einiger Zeit kriegt ihr einen Wafer raus. Wenn ihr die blauen herstellt, kriegt ihr 9 auf einmal, die Basic Wafer davon bekommt ihr 3 und wenn ihr einen Advanced Wafer herstellen wollt, müsst ihr leider jeden einzeln herstellen. So, jetzt haben wir hier 9 Blue Solar Wafers, wir packen nochmal zum Zeigen eine Redstone Torch rein und schauen dann gleich wieder vorbei. Die letzte Maschine, die ich euch jetzt noch schnell zeigen werde, ist der Electric Furnace. Das ist einfach ein elektrischer Ofen, der eben auch wieder mit Strom läuft. Also Kabel anschließen oder Batterie reinpacken. Die Herstellung von ihm ist eigentlich wieder recht teuer und ihr werdet ihn erst am Ende haben. Dafür könnt ihr dann elektrische Sachen schmelzen. Ihr braucht dafür wieder Aluminium, Stahl, einen Ofen und einen Advanced Wafer. Das heißt, ein Circuit Fabricator und ein Kompressor und dann kriegt ihr erst den Electric Furnace. Weiter geht's mit etwas komplexeren Dingen. Ihr könnt aus den ersten zusammengedrückten Materialien, die ihr habt, eine Wrench herstellen, mit der ihr die Maschinen drehen könnt. Ihr klickt dazu einfach mit der rechten Maustaste drauf und das Ganze wird sich drehen. Das heißt, ihr müsst es nicht komplett neu abbauen. Allerdings wird immer die Vorderseite vorne sein und links dann der Output. Ihr könnt den Output nicht rechts davon hinpacken oder gar oben drauf oder sowas. Das heißt, die Textur wird immer gleich bleiben und sich höchstens andersrum drehen. Ihr könnt diese ganzen Teile außerdem ganz einfach abbauen, ihr braucht dazu nur eine Spitzhacke oder was auch immer ihr dafür nehmen wollt und könnt es dann abbauen. Ebenfalls etwas komplexer ist die NASA Workbench. Diese stellt man sich ebenfalls wieder mit einem Advanced Wafer und Compressed Steel her. Das heißt, wieder was, wofür ihr erstmal die anderen Maschinen braucht. Die NASA Workbench ist dann, wie man sich vielleicht schon denken kann, dazu da, um die Raketen herzustellen oder auch den Mondbuggy. Da kommen wir gleich aber noch zu, wenn wir das alles hier hinter uns haben. Ebenfalls etwas weiter fortgeschritten ist die Solarenergie. Dafür braucht ihr erstmal diese blauen Wafer-Teile und dann könnt ihr euch diese Teile auch herstellen. Es gibt zwei verschiedene, Basic und Advanced. Wie man vielleicht schon sehen kann, richten sich die Advanced Solar Panels nach der Sonne aus. Das heißt, die Sonne ist jetzt dort und diese Teile schauen dahin. Dadurch produzieren diese auch mehr Strom. Ihr seht hier vielleicht, dass hier gerade 4,46 Kilowatt generiert werden. Die Basic Solar Panel Anlage hier produziert allerdings nur 2,49 Kilowatt. Wenn die Sonne ganz gerade hier oben drüber steht, werden beide gleich viel produzieren. Natürlich braucht man für das Advanced Solar Panel etwas mehr an Ressourcen, um das herstellen zu können. Das Basic Solar Panel ist nicht allzu teuer. Ihr braucht dafür wieder Wafers, Compressed Steel, ein Steel Pull, welcher recht einfach aus wieder mehr Compressed Steel herzustellen ist. Und dann eben noch ein Full Solar Panel. Diese stellt ihr euch aus einzelnen Solar Panels her, wofür ihr eben diese blauen Wafer braucht. Ihr könnt aus einer Portion Wafern ein Basic Solar Panel machen. Natürlich braucht ihr immer noch eine Menge Aluminiumkabel, das heißt, sucht ordentlich Aluminium. Wollt ihr aber die erweiterten Varianten haben, so dass ihr mehr Strom und zwar schneller produzieren könnt, müsst ihr auch etwas tiefer in die Tasche greifen. Hierfür braucht ihr an sich eigentlich nur das Heavy Aluminium Wire, welches auch nicht viel teurer ist. Ihr braucht dafür dann noch ein normales Aluminiumkabel, packt dazu noch einen weiteren Aluminium-Ingot und eine weitere Wolle. Und schon habt ihr das Heavy Aluminium Wire. Und dann könnt ihr euch natürlich auch schon das Advanced Solar Panel herstellen. Und dieses richtet sich dann immer nach der Sonne aus und ihr werdet mehr Strom produzieren können.
Wie der ein oder andere vielleicht schon weiß, kann man im Weltraum nicht einfach so atmen. Ihr braucht dafür Sauerstofftanks und eine Sauerstoffausrüstung. Um den Sauerstoff in die Sauerstofftanks füllen zu können, braucht ihr wieder Maschinen. Es gibt zuerst einmal den Oxygen Collector oder den Sauerstoffsammler. Dieser ist die Maschine, die den Sauerstoff aufsaugt. Und sie ist gar nicht mal allzu teuer. Ihr braucht dafür wieder einige Sachen, die recht neu erscheinen. Allerdings ist das alles was ihr aus etwas Eisen, Stahl oder Zinn recht einfach herstellen könnt. Die Crafting-Rezepte dazu sind alle per Not in das Items, wie schon erwähnt, nachzuschauen. Und ich empfehle euch auch, wenn ihr solche Modifikationen wie das hier spielt, immer Not in das Items zu installieren. Habt ihr dann den Oxygen-Collector aufgestellt, braucht ihr eine Oxygen-Pipe, um den Sauerstoff in den Oxygen-Compressor überlaufen lassen zu können. Diese Pipes bestehen nur aus ein paar Glaspanes, also nichts wirklich Teures. Der Oxygen-Compressor packt diesen Sauerstoff dann in eure Tanks rein. Diesen herzustellen ist eigentlich sogar billiger als der Sauerstoffsammler und braucht wieder nur ganz viel kompressiertes Zeug. Und da drin ist dann dieses Interface. Ihr braucht erstmal Strom da drin, das heißt Batterie rein, Kabel anschließen, dann Sauerstoff, das heißt an den Sauerstoffkollektor anschließen, der braucht übrigens auch natürlich wieder Strom. Und dann braucht ihr noch einen Tank, wo der Sauerstoff auch reingefüllt wird. Davon gibt es drei Varianten. Die leichte, mittlere und die schwere Variante. Ihr könnt zwei Tanks auf einmal tragen auf eurem Rücken, aber das zeige ich euch gleich noch. Die Herstellung ist von allen drei eigentlich gleich. Die kleine Variante stellt euch mit einer Grünwolle, einem Tinkanister und einem zusammengedrückten Kupfer her. Die mittlere Variante aus zwei Tinkanistern, zwei Compressed Tin und zwei Orangerwolle. Und die schwere Variante aus drei zusammengedrückten Stahl, drei Tinkanistern und drei roter Wolle. Also an sich, die schweren herstellen, sind zwar etwas teurer, aber können natürlich auch mehr Sauerstoff fassen. Diese packt ihr dann in den Kollektor rein und dann wird dort der Sauerstoff reingefüllt, wenn Energie da ist und Sauerstoff. Wenn diese Teile voll sind, könnt ihr sie euch auf den Rücken schnallen, braucht aber natürlich noch das dazugehörige Zubehör, um diesen Sauerstoff überhaupt nutzen zu können. Die Herstellung von dem ist wieder etwas, was ihr euch erstmal anschauen solltet. Und dafür gibt es dann zum einen die Oxygenmaske, die ihr aufsetzen müsst, damit ihr eben den Sauerstoff ins Gesicht geblasen bekommt. Die Oxygenverteileranlage, die euch auf den Rücken schnallt, wo dann eben aus den Tanks der Sauerstoff in diese Maske reingepumpt wird. Und dieser Fallschirm hier ist etwas, was ihr außerdem noch craften solltet, um dann überhaupt mit der Rakete vernünftig landen zu können. Denn sonst knallt ihr auf den Mond auf oder auf den Mars und macht Bumm und alles ist kaputt und ihr kommt dann nicht wieder weg, ohne zu sterben. Die Crafting-Rezepte für alles drei einmal hier gezeigt. Die Oxygenmaske besteht aus einem Eisenhelm und etwas Glas, also wieder nicht teuer. Die Oxygen-Gear ist dahingegen schon etwas teurer. Dafür braucht ihr die Oxygen-Röhren, die ja aus 6 Glaspanes bestehen, und wieder einen Oxygen-Concentrator, der ja wieder aus einem Tin-Kanister, ganz viel zusammengedrücktem Zeug und einem Oxygen-Vent besteht, welches ja noch wieder aus zusammengedrücktem Zeug besteht. Habt ihr das dann alles drei fertig? Der Fallschirm benötigt übrigens drei Canvas, welches aus etwas Fäden und Sticks besteht, also alles nichts Weltbewegendes. Diese drei Sachen braucht ihr an sich unbedingt, um nicht zu sterben. Es gibt noch einen Bonusteil, und zwar das Frequency-Modul. Damit könnt ihr dann entfernte Signale aufnehmen und überhaupt erst hören. Dieses herzustellen ist auch nichts Teures, aber es ist nicht notwendig. Ihr könnt es euch dann ebenfalls noch anziehen, und dieses Interface, wo ihr euch all diese Sachen anzieht, ist etwas ganz Neues. Dafür gehen wir mal in den normalen Spielmodus. Ihr werdet im Inventar einen zweiten Platz sehen. Ich gucke mal ganz kurz, dass hier kein Creeper ist. So. Wenn ihr dort drauf drückt, könnt ihr euch hier ein paar Sachen anziehen. Ihr könnt eine normale Rüstung anziehen und dann habt ihr hier diese ganzen Slots. Es gibt einen Slot für diesen Frequency-Modul, eins für die Oxygen-Maske, eins für den Fallschirm, eins für das Oxygen-Gear und zwei für eure Tanks. Das heißt, wie gesagt, ihr könnt euch zwei Tanks aufschnallen. Und habt ihr das hier dann alles fertig, müsst ihr an sich nur noch die Rakete herstellen. Aber halt. Die Rakete fliegt ja nicht ohne Treibstoff und dieser Treibstoff lässt sich erstmal wieder herstellen aus Öl. Öl muss man erstmal herholen und das Öl muss man dann auch noch verarbeiten, um daraus wirklich Treibstoff herstellen zu können. Also noch wieder was Komplexes, was man erstmal sich anschauen muss. Dafür gibt es die Kanister hier, den Portable Oil Extractor und die Raffinerie. Die Raffinerie stellt ihr an sich auf, packt dort dann das Öl rein und lasst daraus dann einfach Fuel herstellen. Und den Fuel packt ihr dann wieder in einen Kanister rein. Einfach mal zum Zeigen hier und packt den dann in den Fuel Loader rein. Dieser wird dann auf Befehl einfach den Treibstoff in eure Rakete laden. Aber ihr braucht natürlich erstmal das Öl. Dieses könnt ihr irgendwo finden. Es spawnt an sich irgendwo auf der Welt und ihr müsst danach einfach nur ein bisschen suchen. Dafür braucht ihr dann diesen Kanister hier, der sich recht einfach herstellen lässt, und den Oil Extractor. Mit dem Oil Extractor macht ihr dann mit der rechten Maustaste aufs Öl einen Rechtsklick. Ja, das macht man mit der rechten Maustaste so. Und werdet dann das Öl so rausziehen. Das wird dann automatisch in den Kanister übergefüllt und ihr habt das Öl in eurem Kanister.
Der Kanister ist voll, kommt in die Raffinerie rein. Das Öl wird raffineriert zu Fuel. Fuel kommt in den Fuel Loader und über den Fuel Loader kommt es in die Rakete rein. Aber die Rakete habt ihr ja eigentlich noch gar nicht. Die NASA Workbench kommt standardmäßig mit dem Tier 1 Rocket Bauplan. Hier erkennt man schon etwa, was dort rein muss. Ihr braucht 4 verschiedene Sachen. Ihr braucht die Heavy Duty Plates, welche aus bereits zusammengedrückten Materialien bestehen, aus Bronze, Aluminium und Stahl. Stahl stellt man sich übrigens aus schon zusammengedrücktem Eisen und 2 Kohle her, also müsst ihr eine ganze Menge zusammendrücken. Vielleicht solltet ihr euch auch einfach mehrere Ingot-Kompressoren bauen. Diese Antriebstreibwerke stellt ihr euch ebenfalls wieder mit vielen dieser Platten her. Das heißt, geht schon mal ordentlich farmen, denn ihr braucht eine ganze Menge an Zeug. Dann gibt es noch die Nase. Diese besteht aus einer Redstone-Fackel zum Leuchten und 3 Heavy-Duty-Plates. Und das teuerste ist an sich das Rocket Engine, welches wieder aus einem Oxygen-Rent, aus einem Feuerzeug, einem Button, einem Tin-Kanister und 4 Heavy-Duty-Plates besteht. Habt ihr all diese Sachen dann fertig, könnt ihr an eure Workbench rangehen und die Sachen anordnen, wie man sie an sich schon sieht. Die Nase kommt nach oben, die Treibwerke kommen an die Seiten, dann wird die ganze Bank mit Heavy-Duty-Plates ausgefüllt und unten kommt noch der Motor hin. Und dann habt ihr eure ganz normale Tier-1-Rocket, mit der ihr in den Weltraum fliegen könnt und an sich nur bis auf den Mond kommt. Der Mars bleibt euch damit noch verwehrt. Ihr braucht dann noch dieses Launchpad, welches ihr euch herstellt, indem ihr etwas Eisen und zusammengedrücktes Eisen zusammenbappt. Das ist natürlich klar, dass ich dieses jetzt nicht im Inventar habe, denn ich bin eigentlich nicht gut vorbereitet. Doch eigentlich schon. Ihr braucht dafür Eisenblöcke und Compressed Iron und erhaltet dann 9 Stück. Diese 9 packt ihr einfach in einem 3x3 Feld auf den Boden und habt dann diese Maschine, die ihr auch hier seht. Da kommt dann die Rakete drauf und wenn dann noch der Tank voll ist, ihr euren Fallschirm anhabt, euer Oxygen-Teil, um Sauerstoff atmen zu können, ein paar Kanister dabei habt, um auch dann Sauerstoff zu haben und euer Inventar voll mit den Sachen ist, die ich euch gleich noch zeigen werde, könnt ihr an sich los. Hat ja fast nicht lange gedauert, so 5, 6, 7 Stunden oder so vielleicht, aber immerhin können wir jetzt auf den Mond fliegen. Ich bin Hulk. Ich trage Rakete. Und dann ist es nur noch ein kleiner Schritt, bis ihr endlich losfliegen könnt. Also ein kleiner Schritt für euch und ein großer Schritt für die Minecraft-Welt. Geht in eure Rakete und unten links wird euch ein kleines Interface angezeigt. Mit der Leertaste startet ihr die Rakete. Nach 20 Sekunden fliegt ihr dann auch los. Mit WASD könnt ihr die Rakete auch lenken, aber das müsst ihr nicht, es sei denn, ihr habt irgendwie noch einen komischen Labyrinth-Schacht gebaut, wo ihr rausfliegen müsst. Und mit F könnt ihr euer Inventar öffnen. Da seht ihr die Fuel-Anzeige von eurer Rakete und könnt damit dann schauen, wie viel Treibstoff noch da ist. Habt ihr das Ganze so gebaut wie ich und diesem Tutorial hier gefolgt, habt ihr das an sich auch alles fertig. Nun endlich können wir losfliegen. Links seht ihr noch die Höhenanzeige und da seht ihr dann, wie hoch wir sind. Wenn wir die Spitze erreicht haben, werden wir auch im Weltall landen und da geht's dann weiter. Habt ihr circa die Höhe 300 erreicht, wird die Welt auch nicht mehr aussehen wie die Welt, sondern wie eine quadratische Weltkugel. Dieses komische Teil, was hier oben drüber ist, ist übrigens keine Wolke, es geht jetzt gleich weg, so. Und jetzt sehen wir da unten, das Ganze sieht, glaube ich, aus wie Amerika. Das jetzt unten ist Südamerika und das oben Nordamerika, aber ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Und wir fliegen jetzt noch ein ganz schönes Stückchen, bis wir oben sind und landen dann irgendwann im Weltall. Ihr solltet natürlich Sachen mitnehmen wie Blöcke und Werkzeuge, vielleicht eine Rüstung. Die müsst ihr nämlich nicht zwangsweise dabei haben. Essen, ein Bett, was man halt alles so braucht. Was genau, zeige ich euch jetzt eigentlich gleich noch, was ihr so auf dem Mond anstellen könnt. Aber wir sind jetzt gleich da. Wenn wir die Spitze erreicht haben, werden wir in das Interface geschleudert, wo wir uns aussuchen können, wo wir hinwollen. Ich habe in einer anderen Welt schon mal vorbereitet, wie es auf dem Mond dann aussieht. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Da es nur die Tier 1-Rocket ist, können wir entweder auf dem Mond landen, zurück zur Overworld gehen oder auf der Overworld auch eine Space Station kreieren. Hierfür brauchen wir Tin, Eisen, Aluminium und einen Advanced Wafer dabei. Zeige ich euch gleich nochmal die Space Station, aber die ist eigentlich noch gar nichts so Besonderes. Wir wählen jetzt den Mond aus und klicken auf Send to Dimension, dann lädt das Ganze kurz und wir landen. Es wird uns empfohlen, Space gedrückt zu halten, um langsamer zu werden, denn wenn wir irgendwann aufknallen, werden wir explodieren. Habt ihr nicht rechtzeitig abgebremst, werdet ihr explodieren, eure Rakete ist weg und ihr werdet auf dem Mond elendig versauern, wenn ihr nicht durch die Explosion sowieso schon sterbt. So, hier landen wir nun. Und ihr seht, eigentlich ist hier gar nicht so viel. Es gibt ein paar komische Mobs mit Masken auf und sowas. Mit Shift können wir dann aus der Rakete aussteigen. Und all das, was ihr hier jetzt machen könnt, zeige ich euch gleich in einer Kopie. Seid ihr heil auf dem Mond gelandet, werdet ihr in diesem komischen Landeteil hier eure Rakete und ein Launchpad finden und etwas Tank. Damit könnt ihr dann wieder losfliegen, wenn ihr wieder nach Hause wollt.
Ihr müsst dafür aber den Fuel Loader und etwas Strom dabei haben. Aber im Allgemeinen solltet ihr etwas Strom und ganz viel Zeug dabei haben, um euch hier auch aufbauen zu können. Es gibt nun verschiedene Dinge, die ihr machen könnt. Auf jeden Fall solltet ihr euch irgendwann Sauerstoff anschaffen, denn die Sauerstofftanks sind irgendwann auch alle. Das hier ist ein Airlock-Controller. Das besteht aus zwei verschiedenen Sachen. Einmal dem Controller an sich, der dafür da ist, das Airlock auf- und zuzumachen, welches aus Stahl, Meteoreisen und einem Wafer besteht. Und dann noch die normalen Airlock-Frames. Diese sind nicht ganz so hergestellt, sondern mit etwas Aluminium, normalem Stahl und dem Oxygen-Concentrator. Dafür erhaltet ihr dann auch 4 Stück auf einmal. Dieses Interface könnt ihr dann bestimmen, wie ihr wollt. Ihr könnt es so einstellen, dass wenn ihr dicht genug dran seid, es aufgeht, dass auch nur euer Name aufgeht oder die Namen, die ihr eben eintragt, wenn ihr Multiplayer spielt. Ihr könnt es auch umdrehen, das heißt, wenn ihr da seid, soll es zu sein, so dass man eben nicht reinkommt oder eben es soll zu sein, wenn eure Feinde in der Nähe sind. Es gibt den horizontalen Modus, wenn ihr es im Loch, im Boden haben wollt oder in der Luft als Tor und als Redstone-Signal. Das ist hier, wenn wir auf den Knopf drücken, geht es kurz auf und wir können reingehen. Hier drinnen gibt es eine neue Art von Fackel, denn die normalen Fackeln funktionieren in dieser Atmosphäre nicht. Die Glowstone-Torches. Diese bestehen aus Holz und einem Glowstone-Dust aus der Hölle. Diese machen genauso viel Licht wie die normalen Fackeln und gehen eben nicht aus. Hier drinnen ist auch Sauerstoff, denn wir haben einen Oxygen-Sealer hier. Aber wie das funktioniert, zeige ich euch lieber nach einem kleinen Schnitt, denn sonst verhaspel ich mich gleich noch. Natürlich müsst ihr zuerst einmal an Sauerstoff herankommen und den Oxygen-Collector kennt ihr an sich schon. Aber auf dem Mond gibt es ja an sich gar keinen Sauerstoff. Das heißt, ihr müsst sowas wie Blätter oder Getreide mitnehmen und dieses dann anbauen. Die Blätter werden mit der Zeit verschwinden. Solange der Oxygen Collector genug Blätter in der Reichweite hat, wird er aber den Sauerstoff von ihnen aufnehmen und somit den Sauerstoff durch diesen festen Oxygen Sealer Block durchpacken, der aus Tin Decoration Blöcken und einer Oxygen Pipe besteht, sodass der Sauerstoff eben nicht nach außen gelangt, und in den Oxygen Sealer packen. Dieser Sealer hier ist etwas Neues. Der wird eine feste Raumstruktur, so wie diese hier, mit Sauerstoff versorgen. Dieser besteht wieder aus ein paar Sachen. Das solltet ihr euch natürlich schon auf der normalen Welt, bevor ihr losfliegt, herstellen. Das könnt ihr dann ganz einfach hier aufstellen und dieser Raum ist mit Sauerstoff versorgt. Das heißt, hier drin werdet ihr euren Sauerstoff nicht verbrauchen und ihr braucht die Maske auch gar nicht aufhaben. Auf dem Mond könnt ihr sogar ganz normal schlafen, wenn es denn Nacht ist. Und das Bett wird hier nicht in die Luft fliegen, was ganz schön ist. Nur ist es hier irgendwie nie wirklich Nacht. Das ist super. Wann ist es denn hier Nacht auf dem Mond? Auf jeden Fall könnt ihr hier schlafen, das ist das Wichtigste. Aber diese Space Station an sich ist noch gar nicht mal das Tolle. Es gibt noch sehr viel schönere Sachen, die ihr herstellen könnt. Und zwar sieht man vielleicht diese blaue Blase dort schon. Denn das ist eine Oxygen-Bubble. Diese könnt ihr euch mit einer Maschine herstellen. Und in einem festgelegten Bereich wird dann Sauerstoff ausgestoßen, so dass ihr hier drinnen frei rumlaufen könnt. Damit könnt ihr kleine Mondsiedlungen erstellen und auch mehrere von diesen Teilen nebeneinander stellen. Natürlich brauchen diese Teile recht viel Strom, um laufen zu können, und vor allem auch Sauerstoff. 200 Sauerstoff wird pro Sekunde verbraucht und das können diese drei Felder hier gerade mal herstellen. Getreidefelder verschwinden nämlich nicht mit der Zeit und diese können ganz normal auf dem Mond wachsen. Ich bin mir nicht sicher, ob das in echt auch so geht. Ich bezweifle das mal ganz stark, aber hier funktioniert es auf jeden Fall. Diese drei Kollektoren sammeln jeweils das Oxygen von den Getreidefeldern ein und liefern es an diesen Oxygen-Storage-Teil hier. Dieses speichert dann den Sauerstoff und gibt es weiter an diesen Bubble-Generator, wodurch diese Bubble hergestellt wird. Das Oxygen-Storage-Modul könnt ihr euch herstellen, wie hier zu sehen. Es braucht drei große Tanks, um wirklich so viel Sauerstoff speichern zu können. Aber ihr könnt an sich auch dieses Feld einfach durch eine von den Pipes hier setzen, denn der Sauerstoff muss an sich gar nicht so wirklich gespeichert werden. Wie auch bei dem Aluminium-Wire gibt es noch diese Oxygen-Pipe-durchlässigen Teile. Ihr könnt damit dann einfach auch Strom oder Sauerstoff durch eure festen Strukturen durchlassen, ohne dass eben Sauerstoff nach außen gelangt oder rein theoretisch kleine Tierchen dort durchkommen könnten. Genau wie eben schon gezeigt, könnt ihr euch alle diese Teile mit dem, was drinnen ist, und zwei Tin-Decoration-Blöcken herstellen. Es gibt auf diesem Mond noch einiges zu entdecken. Es sieht zwar recht lame aus, wenn man sich mal hier umschaut, aber einiges zu machen gibt es hier trotzdem. Es gibt drei Arten an Erzen hier zu finden. Kupfer und Tin kennt man ja von der unteren Welt auch schon, aber die Schießohr ist neu. Die Mondoberfläche besteht aus drei verschiedenen Sachen. Dem Moon Turf, welcher hier oben ist und wo drin ihr auch Fußspuren hinterlasst. Unter dem werdet ihr Moon Dirt finden. Diesen könnt ihr allerdings nicht mit einer Sense bearbeiten und er baut sich auch ab wie Stein und hört sich an wie Stein. Und ganz weit darunter findet ihr dann den normalen Mondstein. Hier drin könnt ihr auch die einzelnen Erze finden, wie die Käseader. Und den könnt ihr ebenfalls ganz normal mit einer Spitzhacke abbauen. Aus dem Zeug, was aus der Käseader rauskommt, könnt ihr euch dann Käseblöcke machen und diese funktionieren wie Kuchen. Man hebt sie sogar wie Kuchen auf im Creative Mode. Und das könnt ihr dann essen.
Was der Vorteil an dieser Blase ist, ist, dass ihr zum Beispiel da drinnen auch Pflanzen pflanzen könnt oder wenn ihr genug Eier mitnehmt, kleine Hühner züchten könnt. Das heißt, ihr kommt auch vernünftig an Nahrung ran, denn die Käseadern an sich sind nicht so häufig, dass man davon leben könnte. Vielleicht habt ihr vorhin schon aufgepasst, es gibt auch den Meteor-Ingot. Und ihr habt vielleicht gar nicht mitbekommen, wie man das bekommt, denn ich hab's euch noch gar nicht gezeigt. Von Zeit zu Zeit schlagen auf dem Mond Meteoriten ein. So wie diese hier. Die schlagen hier nicht einfach so ein, die habe ich hier hingestellt. Der hier ist von selber eingeschlagen. Diese sind zuerst heiß und wenn ihr während sie heiß sind dagegen lauft, werdet ihr auch zur Seite gestoßen und fangt an zu brennen. Wenn ihr sie abbaut, werdet ihr ein Meteoritenstück erhalten. Daraus könnt ihr euch dann Meteoriteneisen oder auch Wurfteile machen, die ihr dann werfen könnt. Aber das würde ich euch nicht raten, denn es ist an sich nicht so häufig, dass auf dem Mond ein Meteorit einschlägt. Auf dem Mond gibt es zum Beispiel auch den Mondbuggy, wofür ihr auch eine eigene Station braucht, und zwar die Mondbuggy-Station, die fälschlicherweise jetzt auch mal wieder als Rocket Launchpad bezeichnet wird, aber sie ist die Mondbuggy-Station. Für den Mondbuggy braucht ihr allerdings auch noch eine neue Schmettig und diese findet ihr nur im Mond-Dungeon. Wenn ihr dies einmal habt, könnt ihr an der NASA-Workbench diese aktivieren und dort dann den Mondbuggy bauen. Dafür braucht ihr wieder Heavy-Duty-Plates, Räder und einen Sitz. Und wenn ihr das getan habt, habt ihr dann euren Mondbuggy. Den könnt ihr auf dieses Teil hier raufstellen, ebenfalls mit einem Fuel-Loader mit Fuel vollladen und dann durch die Gegend brausen. Wobei herumlaufen eigentlich sogar fast schneller ist, da dieser Buggy extrem langsam ist und Fuel braucht. Das ist an sich erstmal das, was ihr so grundsätzlich auf dem Mond machen könnt. Wirklich ausgereift ist das Ganze noch nicht, denn der Mod ist auch immer noch in der Entwicklung, wie man vielleicht auch daran erkennt, dass es erst zwei Planeten gibt, vor allem einen Planeten erst im Core-Mod an sich. Es gibt auf dem Mond allerdings noch zwei Locations, die ihr besuchen könnt. Zum einen einmal die Monddörfer, die allerdings nicht wirklich interessant sind. Hier habe ich mal eins rausgesucht. Hier werdet ihr ein paar Felder mit Setzling finden, das heißt, ihr könnt hier, wenn ihr welche vergessen habt, auch Bäume herbekommen. Und hier gibt es die kleinen Mondvillager. Diese reden nicht mit euch, diese handeln nicht mit euch, diese werden nicht sauer auf euch, wenn ihr sie verprügelt. Sie wohnen in ihren komischen Häusern hier, sind extrem hässlich, noch hässlicher als die Testificates von der normalen Welt. Und das Einzige, was sie können, ist euch eben vielleicht mit etwas Holz versorgen. Das zweite sehr interessante, was aber auch wirklich interessant ist, ist der Mond-Dungeon. Diese erkennt ihr daran, dass so kleine man-made Löcher in dem Boden sind. Wenn ihr dort reingeht, werdet ihr innen drinnen erstmal diese Mondbricks finden, die ihr auch ganz schön zum Bauen verwenden könnt. Und innen drinnen werdet ihr dann auf Kisten und Monster stoßen. Ihr habt ja vielleicht diese Evolved-Monster am Anfang schon gesehen. Den Dungeon zeige ich euch jetzt noch einmal und auch das, was ihr hier drinnen finden könnt. Aber denkt dran, dass ihr etwas Glowstone-Torches mitnehmen solltet, denn ihr seht, diese Fackeln hier drinnen funktionieren nicht. Grundlegend enthalten diese Kisten dasselbe wie die normalen Dungeon-Kisten auf der normalen Welt, wie man hier vielleicht auch sieht. Namensschilder, Getreide, Redstone und eine goldene Pferderüstung. Aber dann könnt ihr euch durch den Dungeon durchprügeln. Hier haben wir zwischen einmal die Evolved-Skeletten, die haben zwei Bögen und etwas mehr Leben als die normalen. Dann gibt es die Evolved-Creeper, diese haben auch mehr Leben und sie haben alle eine süße Maske auf. Die Evolved-Zombies haben auch wieder mehr Leben und laufen durch die Gegend. Die habt ihr vielleicht auch schon an der Oberfläche gesehen. So, jetzt geht's mal durch den Dungeon durch. Wir werden hier irgendwann auch noch auf Evolved Spiders bestimmt treffen, wie man hier sieht, mit Spawnern und Spinnenweben. Und wie man sich vielleicht schon denken kann, bei so einem großen Dungeon gibt es am Ende auch einen Boss. Den müssen wir nur erstmal finden, wenn wir uns hier durchgeprügelt haben. Wir prügeln uns voll durch. Eine weitere Kiste, wieder Inhalt von der normalen Welt. Sogar eine Diamant-Pferderüstung, aber noch nichts Besonderes. Denn die besonderen Inhalte findet ihr erst, wenn ihr den Dungeon geschafft hat. Das ist noch ganz schön lang hier. Den ersten Dungeon, den ich besucht hatte, der war nicht so lang. Wieder Zeug aus einem normalen Dungeon. Und irgendwann sollten wir aber mal auf den Endraum treffen, so wie hier. Und hier spawnt der Boss. Es gibt verschiedene Bosse. Auf dem Mond ist es der Evolved-Skeletten-Boss. Auf dem Mars ist es eine andere, besondere Kreatur mit drei Köpfen, die ganz toll ist. Dieses Skelett an sich ist nicht wirklich stark. Ihr könnt es recht einfach verprügeln und es sieht auch recht komisch aus. Das machen wir mal ganz schnell hier im Schnelldurchlauf. Wobei ich euch eigentlich das gar nicht zeigen will, aber machen wir es einfach mal ganz kurz. Wenn wir es dann irgendwann mal geschafft haben, nach den 150 Leben, das ist ja nicht wirklich viel, werdet ihr auch sehen, dass wir diese Reward-Chest bekommen. Hör mal auf, uns durch die Gegend zu schmeißen. So, stirb. Zwei Treffer noch, dann bist du down. Einen noch und so. Da ist er kaputt und zappelt noch ein bisschen rum, hat einen epileptischen Anfall. Und jetzt demnächst machst du mal bumm. Ja, ja. So, und er ist in die Luft geflogen. Ganz viel tolle Erfahrung. Da ist der Dungeon Key. Und mit dem Dungeon Key können wir jetzt noch etwas weitergehen und dann die Reward Chest hoffentlich endlich öffnen. Hier ist sie auch schon. Dann nehmen wir den Schlüssel, stecken ihn rein, sie ist offen und innen drinne finden wir zum Beispiel diese Tier 2 Rocket Schematik, womit wir dann auch auf den Mars fliegen könnten. Die goldenen Äpfel hier gibt es natürlich auch in normalen Dungeon Kisten, aber diese hier sind etwas wertvoller befüllt als die normalen. Wir können jetzt zum Beispiel auch die Schematik für den Mondbuggy finden.
Aber ihr werdet auf jeden Fall welche von diesen Dungeons machen müssen, um erstmal auf den Mars oder andere Planeten kommen zu können. Gut, jetzt zeige ich euch nochmal kurz die Space Station. Die habt ihr ja schon gesehen, wie ihr sie erstellen könnt. Und an sich ist die nur dieser Tin-Kasten hier am Anfang mit dieser Kiste nebendran. In der Kiste werdet ihr wieder die Rakete und die Startstation finden, womit ihr wieder wegkommen könnt. Ihr könnt aber an sich auch wegkommen, indem ihr einfach runter auf die Erde springt. Das hier oben hat irgendwie nichts Besonderes. Ihr könnt zwar Wasser und Lava fließen und ihr könnt euch hier aufbauen, wie ihr wollt, aber es gibt hier einfach nichts Besonderes und ihr könnt weder was abbauen, noch groß irgendwelche Farmen erstellen oder sonst was. Also, ich kenne nicht wirklich den Sinn hier drin, aber vielleicht habe ich auch einfach irgendwas übersehen. So, das war es aber an sich mit dem, was ich euch aus Galactic Craft Core zeigen kann und will. Denn der Rest, den es noch neu gibt, gehört zum Mars und zum Galactic Craft Planets Mod. Ihr könnt euch das natürlich schon selber anschauen, wenn ihr wollt. In der Videobeschreibung ist der Download-Link dafür. Ihr braucht für Galactic Craft die Minecraft-Version 1.6.2 oder 1.6.4 und die dazugehörige Forge-Variante. Wenn ich das so umsetze, wie ich es vorhabe, wird es demnächst auch ein Tutorial-Channel geben, wo das so ein Installations-Tutorial ist. Aber ich würde dann erstmal sagen, das war's von dieser Mod-Vorstellung. Ich saß weit länger allein in der Aufnahme jetzt, als ich mir vorgenommen hatte, kann mittlerweile kaum noch reden, mein Hals tut mir wieder weh und sonst was, aber immerhin ist es fertig und ich hoffe, ich habe nichts vergessen von dem, was ich euch zeigen wollte. Ich würde mich auf jeden Fall tierisch darüber freuen, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr eine Bewertung da lasst und mir vielleicht Vorschläge für die nächsten Modifikationen in die Kommentare schreibt. Auf jeden Fall, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne auch ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschö.